Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute fangen wir tatsächlich damit an, richtig Objektorientierung zu betreiben in JavaScript und nicht einfach nur so Objekte zu erstellen, sondern tatsächlich über einen sogenannten Blueprint. Und Blueprints sind über Funktionen möglich. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir erstellen uns keine Variable Pinguin, sondern wir erstellen uns eine Funktion, eine Function Pinguin. So, und dann sagen wir hier, okay, unsere Funktion Pinguin, die nimmt jetzt drei Variablen, nämlich einmal den Namen, einmal das Alter, und einmal die Schwimmgeschwindigkeit, wobei ich jetzt hier einfach nur Geschwe schreibe, weil mir Schwimmgeschwindigkeit zu lang ist. So, und dann brauchen wir hier logischerweise auch kein Ist-Gleich mehr und hier unten auch kein Semikolon. Das ist jetzt quasi wie eine normale Variable. Und was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir benutzen ein Schlüsselwort, das nennt sich this. Also das bedeutet, wir nehmen this Punkt und jetzt sagen wir hier Punkt Name ist gleich Name. So, Achtung, ganz, ganz wichtig, schon mal gleich am Anfang. Dieser Name ist nicht gleich diesem Namen. Ihr seht es ein bisschen an meinem Editor, ich zoome mal ganz krass rein hier. Und zwar, wenn wir hier diesen Namen haben, dann ist der hier so in... keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Der hier ist auf jeden Fall gelb und leicht unterstrichen. Ganz, ganz leicht. Nur ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich zwei unterschiedliche Variablen. Also dieser this.name ist der Name von unserem Objekt. Also sprich von unserem Pinguin, den wir das letzte Mal zum Beispiel schon erstellt hatten. Von dem Pinguin Franz. Und dieser Name hier ist der Parameter, den wir in der Funktion übergeben. Das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen weg, weil das ist echt ein bisschen arg groß und überfordert mich so ein bisschen. Okay, dasselbe machen wir jetzt auch noch mit dem Alter. This.alter ist gleich Alter. Dieses Alter hier, ohne this vorne dran, ist das, was wir als Parameter kriegen. Mit this vorne dran ist es das vom Objekt. This ist sozusagen der Objektzugriffs, also das zeigt einfach auf mein aktuelles Objekt, auf das, was ich gerade in der Hand habe, was ich bearbeite, was ich irgendwas damit mache. Okay, und dann zu guter Letzt sagen wir noch this.schwimmgeschwindigkeit ist gleich Geschwe. Hier wird es jetzt eindeutig, dass Geschwe das von oben ist und Schwimmgeschwindigkeit ist das, was wir hier haben. Aber das muss nicht immer so sein, wie gesagt, mit den beiden hier oben ist es nicht so. Okay, und jetzt haben wir hier eine Funktion in der Hand und diese Funktion, die erstellt uns Objekte. Das ist ziemlich cool und das kann man natürlich auch mega ausnutzen. Aber jetzt muss man sich erstmal so ein Objekt noch erstellen. Jetzt haben wir natürlich kein Objekt in der Hand, sondern das hier ist im Prinzip der Blueprint eines Objekts. Also der Bauplan sozusagen von unserem Objekt. Das sagt mir, dieses Objekt hat einen Namen, ein Alter und eine Schwimmgeschwindigkeit und ich setze diese drei Parameter auf Name, Alter, Geschwe, was ich als Parameter in dieser Funktion Pinguin angib. So, wie erstelle ich mir jetzt hier ein Objekt? Naja, ich mache jetzt hier tatsächlich eine konkrete sogenannte Instanzierung von diesem Blueprint Pinguin und ich nenne ihn zum Beispiel Franz. Aber das ist jetzt wirklich nur der Name meiner Variablen. Das ist nicht der Name von meinem Pinguin, sondern nur der von der Variablen. Ist gleich. Und jetzt kommt ein neues Schlüsselwort, nämlich new. New Pinguin. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, mein Pinguin heißt Franz. Ist auch groß geschrieben, also keine Sorge, das steht in keinem Zusammenhang. Ich könnte hier auch das hier hinschreiben. Und es wäre trotzdem der Name der Variable und der Name vom Pinguin wäre dann trotzdem Franz. Okay. Und wir hatten gesagt, er ist 40 oder 40 Monate waren es, glaube ich, oder 30 Monate, ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal. Und er schwimmt 4 Kilometer pro Stunde. So. Und jetzt habe ich hier einen neuen Pinguin erstellt. Meine IDE meint hier gerade, dass ich eigentlich bitte kein so ein Teilchen hier bauen soll, sondern bitte das Ganze groß schreiben soll. Weil Konstruktoren bzw. Objektnamen eigentlich gerne groß geschrieben werden. Das ist aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich. In Java macht man es, glaube ich, tatsächlich so, dass man sie groß schreibt. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Also im Prinzip ist es kein Fehler, wenn ihr es klein schreibt. Ist relativ egal. Okay, so und jetzt habe ich mir hier meinen Pinguin Franz zusammengebaut. Okay, und das nur in einer einzigen Zeile, indem ich hier einfach nur übergeben habe, was ich gerade hier so ganz gerne hätte. Und jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, Franz, und nicht mehr Pinguin, sondern Franz. Und Franz ist tatsächlich jetzt ein Objekt.
Punkt und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit, auf meine ganzen Dinger zuzugreifen. Zum Beispiel auf den Namen. So, und ihr seht, hier wird immer noch der Franz ausgegeben. Das heißt, alles so, wie wir es wollen. Wir können jetzt aber auch tatsächlich hergehen und sagen, ich möchte jetzt einen zweiten Pinguin, zum Beispiel Franziska. Und die beiden haben sich ganz gerne und deswegen kriegt die hier den Namen Franziska. Ist 39 Monate alt und schwimmt aber deutlich schneller, nämlich 5 km/h. Keine Ahnung. Und jetzt können wir hier von der Franziska den Namen ausgeben. Keine Ahnung, wir können damit machen, was wir wollen sozusagen. Okay, und ja, wir sehen hier, wir haben jetzt in einer weiteren Zeile einfach nochmal diesen Blueprint instanziert und haben aber völlig andere Variablen benutzt. Das heißt, diese Variablen hier sind keineswegs fest, sondern die sind wirklich nur sozusagen der Bauplan. Und hier über New Pinguin sagen wir, okay, dieser eine Pinguin hier, dieser Franz, der hat tatsächlich als Namen Franz, als Alter 40 und als Schwimmgeschwindigkeit 4. Und wenn ich jetzt hier über Franz.Name gehe, dann ist das was anderes, wie wenn ich bei einem anderen Pinguin über den Namen gehe. Der andere Pinguin hat einen anderen Namen. Das heißt, this.Name ist für jeden neuen Pinguin unterschiedlich. This.Alter genauso und die Schwimmgeschwindigkeit genauso. Das ist für jeden Pinguin, den ihr hier über New erstellt, wird das neu angelegt und das sind separate Variablen, also komplett anders. Und die hängen auch nicht irgendwie zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie die Franziska hier irgendwie ändere und umbenenne oder sie kann schneller schwimmen auf einmal, dann ändert es nur diese Variable hier von Franziska, von diesem Pinguin, aber nicht die von Franz. Und wenn ich jetzt noch 100 andere Pinguine erstelle, auch nicht. Also das heißt wirklich nur ein einziges Mal. Okay, jetzt zum guten Schluss noch einen kleinen Perk. Wenn ihr zum Beispiel einfach durch alle möglichen Variablen durchgehen wollt, die ein Pinguin oder ein Objekt oder eine Instanz von einem Objekt hat, dann schreibt ihr das Ganze einfach als Vorschleife. Das kann man nämlich machen wie bei einem Array. Ist mega praktisch, auch wenn die Dinger unterschiedliche Typen haben. Also das hier ist jetzt ein String und die zwei sind eigentlich Zahlen, aber das interessiert uns nicht wirklich, wenn wir hier durch diese Vorschleife gehen. Wir sagen einfach for x in Franz. Und jetzt geben wir einfach hier noch an, wir wollen jetzt ein window.alert mit x. So, fertig. Und so einfach ist es dann tatsächlich durch alles durchzugehen. Quatsch, nicht von x, sondern Franz von x. Achtung, hier nimmt jetzt x dann tatsächlich den Namen an und wir haben es hier nur implizit definiert, so ist besser. Besserer Stil so, aber man kann es auch anders machen. Wir gehen jetzt hier mit x einmal durch Franz durch. Das bedeutet, x ist als erstes mal Name, danach Alter und danach Schwimmgeschwindigkeit. Und was wir machen ist, wir geben das Ganze so wie bei einem Array im Prinzip aus. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ganz kurz neu laden. Franz 40, 4. Das heißt, durch dieses Franz von x greifen wir tatsächlich auf das jeweilige Attribut zu. Wohingegen, wenn wir nur x durchgehen, dann schauen wir uns das nochmal an. Dann steht hier Name, Alter, Schwimmgeschwindigkeit und das sind genau diese drei Attribute, die wir hier zur Verfügung haben. Das heißt, im Prinzip macht dieses var x in Franz, geht es durch wie bei einem Array. Okay, das ist sozusagen ein kleiner JavaScript-Perk, das geht nur hier, soweit ich das weiß zumindest. Und ja, nächstes Mal schauen wir uns dann Methoden an, also Funktionen innerhalb eures Objekts und dann wird es so richtig spannend. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!